Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die. In der letzten Folge war ich happy ohne Ende, dass ich endlich einen Kochtopf gefunden hatte und wir denselbigen dann nicht mehr in der Schmiede herstellen müssen. Ja, Hunger, 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 aber erstmal möchte ich jetzt gerne bitte... Ne, da brauche ich dann nichts von. Dann kann ich den Kochtopf nämlich hier reinpacken. Bam. So, und jetzt machen wir mal die Probe auf Exempel. Wenn ich jetzt einen Woodframe herstelle, kostet mich das 2 Holz. Gut, 2 Holz. Das heißt, ein Woodframe brennt 2 Minuten 30. 2 Holz brennen 1 Minute 40. Es ist also immer noch so, dass ein Woodframe länger brennt als der Rest. Flasche Wasser. 6 Stück könnte ich, 6 Stück mache ich. Goldrutentee, muss ich das erst lernen eigentlich oder habe ich das tatsächlich dann schon gelernt? Was hätte ich denn 2? Ist jetzt nicht die Welt. Dann kann ich die auch... Nee, die zerlege ich nicht. Das packe ich mal hier oben rein. Für den Fall der Fälle, dass ich es einschmelzen will oder so. Hier, Munition. Pöpf. Token, auch schön. Glas behalten wir am Mann. Nee, das nicht. Könnte ich jetzt hier raus eigentlich Rezepte? Maismehl könnte ich machen, gekochten Mais. Hier, das kann ich nicht. Muss ich tatsächlich erst lernen. Ich muss lernen, Mais zu machen. Und ich würde mal fast behaupten, wo war denn das? Wo könnte ich denn Athletics? Nee, irgendwo, wo war denn das? Ist das hier? Self-medicated Living of the Land Seed from Crops. Das müsste das doch eigentlich sein. So, dann würde ich nämlich Rezept. Da brauche ich 5 Stück von. Okay, das ist natürlich übel, weil ich mir jetzt gedacht habe, wir bauen lieber Mais an, als dass wir ihn verbrennen, als dass wir ihn essen. Weil dann könnte ich den ja einfach nachzüchten, ne? Aber das scheint dann doch ein schwierigeres Unterfangen zu sein. So, aber wir gucken mal kurz, jetzt hier haben wir 6 Getränk. Und dann machen wir uns nochmal 2 schöne Getränke von. Brennt noch 32 Sekunden. Das wird, glaube ich, nicht ganz so halten. Zimmern wir nochmal ein Dingens nach. Wobei, es könnte ja zur Munition mit rein. Und hier packen wir mal nach da unten. Ein Goldrutentee. Und den werde ich jetzt auch sofort... saufen. Aber wie wir sehen, tut sich hier an der Gedöns gar nichts. Das heißt, da muss ich wirklich essen. Dankeschön. Ausschalten bitte. Und da hätte ich ja tatsächlich zurzeit nur diese beklöppelte Dose hier oben. Oder halt eben der eine Maiskolben. Ne, die Dose habe ich ja hier gar nicht. Mischt sich das ja nicht jedes Mal wieder anders? Nö. Das heißt, ja, wir brauchen Essen. Wie viel habe ich noch? Wie viel Hungrigkeit... Nahrung 46%. Okay. Also müssen wir gucken, dass wir was zu essen kriegen. Und zwar würde ich da, glaube ich, echt irgendwie so in diese Richtung mal tendieren. Das wäre dann nach dort. In der Hoffnung, dass wir irgendwo ein Schwein oder einen Hirsch finden. Dass wir irgendwie Fleisch oder auch... meinetwegen eine Farm, wo wir ein ganzes Ackerfeld leerräumen können. Ich muss laufen, das regt mich auf hier. Das ist mir zu lahm. Es tut mir leid. Zwischendurch dann vielleicht mal wieder ein bisschen gehen, aber... Und ich muss sagen, tatsächlich, ne, wenn man weiß, dass man aus den Zombies keinerlei Loot mehr rauskriegt, ist die... Oh, da hinten ist Wüste. Oh. Wüste ist eine geile Sache.
Wüste bedeutet nämlich, da kriege ich zumindest. Nee, da haue ich jetzt hier mit drauf. Wüste bedeutet ja, da kriegen wir Aloe Vera und Yucca. Yucca ist nämlich noch viel geilerer. Also Aloe Vera ist auch gut, ne? Aber Yucca ist auch praktisch, weil die kann man essen. Das ist nicht der Rede wert. Also es ist jetzt nicht so, dass wir davon uns jahrzehntelang ernähren können. Aber es ist tatsächlich so, dass wir damit erstmal eine gewisse Zeit überbrücken können. Und ihr seht, wie hell die Wüste ist. So, die Aloe Vera Pflanzen, auch da muss ich drauf hacken. Und wenn ich die, wie heißt es, das Gamma noch weiter runterdrehe, dann sieht die Wüste richtig scheiße aus. Dann wird nämlich der Sand irgendwie komplett rot. Das ist ganz merkwürdig. Aber so sehe ich ja auch fast nichts, ne? Aloe Vera. Das finde ich ist total praktisch, weil wir uns dann schon relativ schnell, glaube ich, Heilbandagen herstellen können. Und das ist, glaube ich, hier in dieser Alpha auch nichts, wo man unglücklich drüber sein sollte. Ist die Tante noch hinter mir her? Sieht erstmal nicht so aus. Sehr schön. So, jetzt gucken wir doch mal hier. Yucca-Frucht. Rezepte. Nö. Da könnte ich aber Seeds herstellen. Okay. Benutzen. Heißt in dem Falle wahrscheinlich essen. Und es ist tatsächlich nur ein Müh. Aber stückweit kriege ich Ausdauer, glaube ich, wieder dazu. Ja, jetzt bin ich bei 46. Aber es ist halt eben tatsächlich dieses mühsam ernährt sich das Eichhörnchen von Yucca. Aber es gibt sogar auch ein bisschen. Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich saugering, ne? Ist er tot? Mit einem Schuss? Okay. Mein Pfeil habe ich schon mal wieder zurück. So, jetzt muss ich leider, weil ich noch überhaupt keinen Knochen habe, weil ja keine, keine Zombies mehr übrig bleiben. Die haben, glaube ich, zack. Sehr schön. Oh, ein Wolf. Ich bin dann mal weg. Die Zombies zerhacken bringt nichts mehr, weil die irgendwie eine HP von 1000, glaube ich, haben. Also da musst du wirklich lange drauf rumhacken, damit du die klein kriegst. Das macht dann nicht mehr wirklich viel Sinn. Ich habe das Gefühl, desto länger man sich an einem Ort aufhält, desto mehr Zombies tauchen von sonst woher auf. Kacke, jetzt ist die Axt auch noch kaputt, oder was? Reparieren. Ja, scheinbar. Uah, geh weg. Wir bringen mal wieder ein bisschen Abstand zwischen uns. Oh, das war nur ein Steinchen. Okay. Die Yucca-Pflanzen sind natürlich einfacher, weil ich da nicht so häufig draufschlagen muss. Aber hier gibt es immerhin aus den Kakteen auch mehr... wie heißt das Gedöns? Mehr... Yucca-Samen raus. Deswegen macht das jetzt auch nicht so wenig Sinn, da drauf zu hauen. Weil wir damit ja erstmal so ein bisschen tatsächlich unser Überleben sichern. Die Tante ist aber hartnäckig. Ist die Frage, ob sowas eigentlich nachwächst. Pflanzen, also ne, wir haben es ja gesehen. Bäume wachsen nach. Langsam zwar, aber sie wachsen nach. Ob auch Kakteen und sowas müsste ja eigentlich, ne? Ach, Tante. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe hier. Du nervst. Nicht in den Kaktus rennen, bitte. Das wäre jetzt ungut. Die ist aber wirklich sehr, sehr hartnäckig. Out of Stamina.
Das Gebäude da hinten ist ja cool. Ich glaube, das ist ein Point of Interest. Ich bin immer noch hungrig. Was? Wie viele Minuten haben wir? Och, die Folge hat ja gerade erst angefangen. Irgendwie hatte ich im Hinterkopf, dass der Timer schon geklingelt hätte oder so, aber hat er ja Gott sei Dank nicht. Dann gucken wir doch da noch mal vorbei. Die Wüste ist aber echt fies. Also ich hoffe, dass sie an dem Lichtkonzept hier echt noch mal was ändern. Weil das ist unschön. Sehr, sehr unschön. Weil es ist nicht einfach nur hell hier drin, es ist überstrahlt. Und das empfinde ich gerade als sehr, sehr unangenehm. Ist die olle Kuh noch hinter mir her? So, ja, hier, das ist so ein Point of Interest. Aber da drin zum Beispiel, na, hier guck, ist auch schon wieder Henry. Der hungrige Hirte. Ah, da ist er ja schon. Gleich nochmal einen nachsetzen hier. Nee. So, das war dann er, aber ich glaube nicht, dass das hier drin dann schon alles war. Nein, ihr hört's. Hier schlafen noch mehr. Und vor allen Dingen auch, ja, unsere lieben Freunde, die Geier. Huppala. Das hätte jetzt böse ins Auge gehen können. Hilfe, eine Blutung. Würdest du die jetzt mal benutzen? Dankeschön. Kackpiepmetze. Kann ich denn Jucca Rezepte? Nein! Nicht schon wieder, Freundchen. Aber ich habe ja noch einen normalen Verband benutzen. Seht ihr, so schnell ist man hier tatsächlich nah am Tod. Ist er jetzt weg? Oh, und ich habe, was habe ich denn? Was ist denn das, was ich da habe? Ich würde gern hier. Ich habe Illness. Ich fühle mich unwohl. Ja, wem ist es, das kann man sich ja auch nicht, das ist ja normal, ne? Wenn man gerade von so einem blöden Geier angemacht wurde. Der einen auch nicht in Ruhe lässt. Das Mistvieh. Aber ich will jetzt gerne irgendwie noch ein bisschen Aloe Vera. Ich wollte ja eigentlich gerade gucken. Nee, hier rein. Hier Rezepte, Erste Hilfe. Ach, die muss ich auch wieder. Nee, Stoff fehlt mir, aber ich muss sie auch lernen. You're hot. Find clothing or take shelter. Okay, mir ist also warm. Ein bisschen zu warm gerade. Man sieht das auch links oben am besten, finde ich, so an diesem orangenen Rand. Das heißt, das bedeutet, dass ich doch ein bisschen überhitzt bin. Von daher werde ich tatsächlich Vels UI, der hat nämlich eine neue UI gebastelt für die Alpha 17, würde ich diese dann tatsächlich auch wieder in mein Spiel integrieren. Ich wusste jetzt nicht, ob die vonnöten ist, also ob man nicht auch ohne, aber ich glaube, so temperaturtechnisch kann das echt nicht schaden. Dann gehen wir doch hier mal raus aus der Wüste. Und schon, siehe da, wird es einem nicht mehr so warm ums Herz. Im Gegenteil, es regnet. Na, bombastisch. So, hier aber, Freundchen, du musst jetzt auch nochmal dran glauben. Da ist ja schon wieder ein Huhn. Alter, würdest du mal bitte. Leider keinen Rucksack gedroppt. Achso, der geht. Ne, wenn der geht, dann lassen wir ihn mal gehen. So, Wüste, das ist, finde ich, richtig, richtig geil.
Das freut mich. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach nochmal kurz in diese Richtung. Weil irgendwie ein Hirsch ist jetzt auch ein bisschen mau. Das ist mir ein bisschen wenig. Und während wir so gehen. Ist geil, werde ich gerade verfolgt? Nee. Während wir so gehen, würde ich nämlich gerne hier Jucker unten in den. In der Täschle packen. Und dann mampfen wir mal so die Jucker vor uns hin. Weil wie wir sehen, ne? Steigert das auch so ein bisschen was. Ich glaube, wirklich eine Heilung setzt da nicht durch ein. Höchstens vielleicht dann durch die Selbstheilung, die ich da quasi drin habe. War ich hier schon? Ist das das Ding, wo ich die Tür vorhin zugemacht habe? Könnte durchaus möglich sein, ne? Nee. Zwei Gläser ist immer gut. Und der ist leider offen. Das heißt, da gibt es nichts Großartiges zu looten. Sonst wäre jetzt hier ein Tisch, ein Stuhl. Aber was soll ich mit dem Stuhl? Ja, komm, das eine Blei. Das lassen wir jetzt mal, wo es ist. So, Goldrute nehme ich aber natürlich wieder mit hier. Nee, nicht die Chrysantheme. Goldrute. Da ist eine Zombie-Tante. Ist die Frage, ob die natürlich einen bei so einem Wetter auch schlechter wahrnehmen. Weil ist ja jetzt zwar hell, aber ich habe auch eine Sichtweiten von... Na gut, jetzt wird es wieder schöner hier. Das ist natürlich echt ein mühsames Unterfangen mit diesem Juckerfrüchten. Aber besser als gar nichts, sage ich mal. Oh, was ist da los? Was habe ich? Was ist jetzt hier? Lebensmittelvergiftung. Warum? Wovon? Von den Juckerfrüchten? Tatsächlich? Das finde ich aber unhöflich. Das ist das Einzige, womit ich mich gerade hier ernähren kann. Und ich kriege da eine Lebensmittelvergiftung von. Finde ich aber unhöflich. Und jetzt regnet es auch schon wieder. Weiß ich, war ich hier schon mal? Hier war ich noch nicht, glaube ich. Vielleicht finden wir ja tatsächlich noch einen Cooking Grill oder sowas. Papier, naja, gut. Vogelnester. Wie viele normale Pfeile habe ich eigentlich? Also Steinpfeile. 105. Federn, Rezepte. Ach, da habe ich auch noch ein paar Spitzen von gefunden. Ja gut. Steinpfeile machen wir dann nochmal 20. Aber ein bisschen Stein brauchen wir ja auch noch. In der Tasche. Ja, Milky Water. Dann brauche ich das gar nicht erst umfüllen, sondern dann habe ich das da gleich. Ein Dickwanst. Hier war ich, glaube ich, dran. Naja. Hier noch nicht. Da ist ein Burning Zombie. Aber nichtsdestoweniger. Möchte ich hier trotzdem nochmal altes Glas. Das ist immer gut. Alte Gläser sind immer fantastisch. Weil das bedeutet, dass da ein Zombie kommt. Da ist noch so ein Point of Interest. Nee, Gläser bedeuten ja immer, dass unsere... Eigentlich unsere Wasserzufuhr relativ gesichert ist. Ja, sind immer noch ein paar hinter mir her. Aber wir haben immer noch nicht wirklich viel Fleisch gefunden. Das ärgert mich gerade. Wo wir von sprechen, ne? Warum habe ich keinen Pfeil eingelegt? Ey, du Sau. Oh Gott, der ist ja doch ein bisschen hartnäckiger als Rezepte, Knochenklinge, Fertigen. Der ist ja doch hartnäckiger als der Rest.
So, ich hoffe, dass mir jetzt hier keiner auf die Nerven geht, während ich die Sau zerlege. Fachmännisch, hoffe ich doch mal. Oh, das dauert aber lange. Ich höre rechts ganz fies nah ein. Und links knistert es auch. Oh nein, er kommt näher, er kommt näher, er kommt näher. Ach nö. Tü-tü-tü-tü-tü. Ja, Geilomat, sag ich da nur. Wir haben immerhin 47 Fleisch. Da ist noch ein Schwein. Eigentlich würde ich das schon gerne mitnehmen. Da gehen wir mal ein bisschen hier rüber, um da von den Zombies so ein bisschen weg zu sein. Verpasst. Nein, du Sau, tötest mich jetzt nicht. Und benutzen. Ich sag genau, jetzt läuft der Timer ab, ne? Alter, jedes Mal, wenn ich abdrücken will hier. Man hat immer so im Hinterkopf, oh cool, er ist down, geschafft. Bin ich wohl ein Level aufgestiegen? Kann ich denn die hier an sich benutzen eigentlich? Ja, heilt mich auch so. Ist jetzt nicht der Rede wert, aber besser als nix. So. Jetzt nehmen wir hier von der Sau nochmal ein bisschen was mit. Gott, das macht aber echt einen Krach, ne? Was für ein Spektakel. So, und die benutze ich jetzt nochmal. Bringt immer nur 5 Punkte, aber besser als keine 5 Punkte, würde ich mal behaupten. So. Und wir machen uns jetzt mal straight away wieder auf den Weg nach Hause. Das wäre dann wo? Achso, da hinten. Und wenn ich auf dem Weg noch irgendwelche Goldruten finde, dann nehme ich die auch noch mit. Ja, so viele Tiere gefangen. Coole Sache. Und schon wird's Wetter wieder mies. Das ist ja super echt hier. Viele Tiere, viele Federn. Also an Pfeilen sollte es uns dann nicht mehr mangeln. Was wir brauchen, ist tatsächlich Stein. Und ja, alles andere. Eisen, dass wir das dann einschmelzen können. Wir haben ja Gott sei Dank keine Schmiede. Das heißt, da brauche ich keine Punkte erstmal reinmachen, um die bauen zu können. Aber natürlich, ich muss mir jetzt auch unbedingt was zu essen kochen. Guckt mal an, da unten meine Ausdauer ist jetzt so weit runtergegangen, dass ich nur noch eine Maximalausdauer von 26 Punkten habe. Ich hatte mal 100. Ich weiß nicht, bringt Goldrutentee nicht auch gegen Lebensmittelvergiftung? Ich glaube, ich hatte schon gar keine mehr, ne? Ah. Naja. Schade, Pech. Das war jetzt dumm. Den guten Goldrutentee. Aber dass die Hühner wieder ganz offiziell scheinbar drin sind, das finde ich ja eine interessante Sache. Na, jetzt sitze einfach mal hier den. Hallo, den Baum. Den blöden, blöden Baum. So, den Stein nehmen wir auch noch mit. Ist die Frage, wenn man jetzt so voll beladen ist, wie ich das gerade bin, ob das auch auf die Ausdauer geht. Also, dass man dann nicht nur unbedingt langsamer ist, sondern auch einfach schneller beim Laufen Ausdauer verliert. Das sind alles noch so Dinge, die sind noch so komplett unklar in dieser Alpha.
Nehmen wir nochmal ein paar Steinchen mit, wenn wir hier schon mal durchlaufen. Und Nester looten, weil Eier sind, aber ich habe noch keinen Grill, ne? Das heißt, ich kann höchstens gekochtes Fleisch machen. Alter, macht das hier Krach, das Wetter. Also wenn jetzt hier irgendwas ankommt, ich höre gerade nichts. Das ist ein Rauschen. Das stört mich ja auch. Ach, geht nicht, weil kaputt. Ja, dann komm, reparieren wir das mal. Bringt Holz und XP. Na gut, gehen wir mal hier rein. Klappe zu, Affe tot. Und ab nach oben. Das müsste hier bei Zeiten eigentlich auch nochmal weg. Was habe ich denn da jetzt? Achso, dieses rote Bömpel sagt mir dann Hallöchen. Du hättest da dann auch bald wieder mal Hunger oder so. Ich will immer mit linker Maustaste drücken. Ich habe immer noch nur 26. So, das hilft zwar noch nichts, aber ich wollte damit schon mal anfangen. Okay. Bringt mir das was, wenn ich das mit ins Inventar nehme? Könnt ihr gekochtes Ei machen, da verbrate ich aber Wasser. Das könnt ihr vergessen. Hierfür... Ach, brauche ich nur einen Kochtopf? Ja, dann. Guck mal. Ab dafür. Und dann gibt es nächste Folge lecker Ei mit Speck. Oder Schink mit Speck, besser gesagt. Das ist ja eine coole Sache. Rezepte... Stellen wir hier nochmal ein paar Pfeile von her. Und dann können jetzt hier erstmal die anderen Utensilien. Das ist die Kiste, da tue ich jetzt mal hier sowas rein. Wenn man hier was sehen würde, ne? So, Stoff könnte da noch rein. Ne, Eier nicht. Aber Knochen, das ist sehr gut, dass wir jetzt Knochen haben. Das trifft sich wunderbar. Das da rein, das da rein. Chrysanthemen. Ach nö, muss nicht sein. Die Bandagen fülle ich mal wieder auf. Die Dosen wollte ich da so drin lassen. Ich hoffe, ihr habt das Motorrad oder was auch immer das da gerade für ein Fahrzeug draußen war, nicht gehört. Das war ja so laut. So, der Krams kommt jetzt hier hin. Die Eier kommen hier wieder rein. Federn. En masse, sehr schön. Dann könnte ich mir hier nochmal... auch Wasser herstellen, zweimal. Und dann würde ich sagen, so schön zum Abschluss, mampfen wir hier nochmal ein bisschen was Gescheites. Eier mit Speck, wir sind jetzt bei ja, Charakter. Nahrung 26% nur noch. Und ich verhungere in 2 Minuten. Also Essen ist hier wichtig und deswegen lecker. Aber so viel bringt es auch nicht. Na doch, es steigt. Langsam. Okay. Nee, wo ist denn jetzt hier? Stamina geht wieder hoch. Aber auch nur auf... Naja, das ist die Frage. Bis wie viel geht das hoch? Also ich heile mich jetzt noch 16. Ist das die Länge, wie lange ich mich schon heile? Oder... Das ist ja merkwürdig. Aber auf jeden Fall geht es hoch. Also sowohl... Stamina als auch mein Nahrungsgedöns. Deswegen belassen wir das erstmal mit einem. Wenn eines ausreicht, um... Obwohl jetzt ist... Nee, jetzt ist vorbei. Gut, komm, dann drücken wir uns einfach noch einen rein. Weil es heilt und füllt meine Stamina auf. Und deswegen ist das gar nicht mal so von schlechten Eltern. Aber geile Sache, da kommen jetzt noch ein paar bei raus. Das heißt... Das Schlimmste ist erstmal hinter uns. Wir haben Wasser in der Nähe, wo wir dann die Dosen füllen können. Und dann gucken wir mal, was wir hier so in der Nacht Lustiges anstellen werden. Das ist übrigens die Waffe. Ah, dann kann ich euch das nämlich auch gleich zeigen, wo wir doch hier gerade schon mal eine Waffe haben.
Nee, ich würde gerne einfach nur ins Inventar. Dankeschön. So, ich wähle sie an. Und reparieren kann ich sie nicht. Dafür muss ich, glaube ich, tatsächlich noch irgendwas lernen. Aber ich könnte hier sagen, Modify. Und da habe ich bei der Waffe zum Beispiel einen einzigen Slot. Und in den kann ich jetzt irgendeine Erweiterung reintun. Sei es ein Scope, also ein Fernrohr. Es gibt Laserpunkte zum Zielen. Es gibt schnelleres Nachladen, größeres Magazin, glaube ich. Schnelleres Abdrücken. Das heißt, man kann aus einer schnöden Pistole auch tatsächlich eine Automatikwaffe machen. Also da gibt es unterschiedlichste Dinge, die man damit tun kann. Und das finde ich ist eine ganz coole Sache. Da bin ich mal gespannt, wie sich das so im Alltag beweisen wird. Ich will jetzt hier aber nicht die ganzen Dinger da mit mir rumschleppen. Die Juckerfrüchte kann ich, glaube ich, auch... Hoppala. Die kann ich auch erstmal hier in den Schreibtisch packen. Und die Vera auch. Wobei, hier kommen... Da könnten wir Rezepte jetzt hier einfach nochmal Creme draus herstellen. Ah, gibt nur 3. Wären 15 Lebenspunkte, aber das ist mir irgendwie lieber, als jetzt ein Schmerzmittel zu verballern. Gucken wir mal. Aber dafür soll es das jetzt erstmal gewesen sein in dieser Folge. Wie schön, ohne Absturz. Toi, toi, toi. Ich hoffe, das geht weiter so. Und ich sag mal, Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Die Alpha 17, total geil, noch viel Neues zu entdecken. Ich freue mich drauf. Hoppala, schon wieder das Mikrofon. Ich hoffe, dass ihr dann auch in den nächsten Folgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüssi.